aus Kiel, die in akuter Abstiegsnot ist. Deswegen wäre es wichtig, ähnlich wie heute Uwe Erkenbrecher, für den Trainer Peter Vollmann den ersten Dreier einzufahren. Von Platz 11 meldet sich Felix Krümmer. Er ist der dritte Kieler Trainer in 6 Monaten, doch die Wende hat auch Peter Vollmann bislang nicht herbeiführen können. Noch immer wartet Holstein auf den ersten Sieg im Jahr 2007. Etwas gelassener geht Kollege Thomas Wolter in die Partie, seine U23 zuletzt mit 2 Siegen in Folge. Wir gehen direkt in die 19. Spielminute. Werder Bremen in Grün-Weiß bis dahin mit leichten Vorteilen, aber ohne die ganz große Möglichkeit. Amori Bischoff luchst Finn Bartels den Ball ab und Frank Löning mit dem 1:0 für Werder Bremen. Feiner Pass von Bischoff, Löning völlig frei mit seinem 5. Saisontor. Gut 20 Minuten später. Holstein Kiel schwach bis dahin, vielleicht jetzt mal. Das ist Martin Hauswald. Was für ein Kracher zum 1:1 Ausgleich. Martin Hauswald mit dem Sonntagsschuss am Samstagnachmittag. Keine Chance für Werders Keeper Christian Vander. 1:1 auf der Pausenstand, das wird Peter Vollmann nicht reichen und auch seinem Vorvorgänger nicht. Frank Neubart, im Oktober gefeuert, fiebert noch immer mit den Störchen. Die zweite Halbzeit. Ein 50-Meter-Pass von Holger Hasse und schon steht es 1:2. Der eingewechselte Sören Brandy mit seinem ersten Saisontor und der Kieler Führung in der 51. Minute. Der Tabellen-14. jetzt das klar bessere Team. Wieder Sören Brandy, diesmal als Vorbereiter. Und Finn Bartels mit dem 1:3 nach 78 Minuten. Die Bremer Abwehr völlig regungslos, Keeper Vander völlig fassungslos und Kiel ist dem ersten Sieg 2007 immer näher. Die letzten Minuten. Für Peter Vollmann beginnt jetzt die wahre Leidenszeit und tatsächlich schafft wer das zweite noch das zweite Tor. Kevin Artmann mit dem Freistoß und dem 2:3 in der Nachspielzeit. Doch es bleibt beim Sieg für Kiel. Wir haben sicherlich um diese Niederlage gebettelt, das muss man wirklich sagen. Wir haben über 20 Minuten, 25 Minuten das gut gemacht, sind auch 1:0 in Führung gegangen und haben dann nur noch letztendlich schlau Fußball spielen wollen. Und nur schlau Fußball spielen, damit kommst du in diese Liga nicht weiter. Ja, ich denke, es war heute ein Arbeitssieg. Wir haben sehr viel investiert, sind in Rückstand gekommen, aber insgesamt, denke ich mal, aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir einfach unsere Chancen genutzt und letztendlich auch verdient gewonnen. Und seiner Vision ist Peter Vollmann auch einen Schritt näher gekommen. Er will nur eins, nicht absteigen. Ja, große Freude auf Platz 11 nach Uwe Erkenbrecher, also Peter Vollmann auch mit seinem ersten Sieg. Wenn es eine Mannschaft gibt in der Regionalliga Nord, die konstant